Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Stranded Alien Dawn Staffel 3. Tame and Train. 10 Minuten Züge. Wir sind natürlich noch überhaupt nicht zum Zähmen gekommen. Ne? Das wird auch wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber früher oder später wird das schon passieren. Aber wir müssen erstmal dafür sorgen, dass wir überleben. Denn es ist nun mal ein Survival-Game auch und wir spielen auf sehr hohem Schwierigkeitsgrad. Und deswegen müssen wir mal gucken, dass wir hier erstmal unsere Leute zufriedenstellen und dass wir dafür sorgen, dass sie, wie gesagt, auch nicht draufgehen. Wir werden mal dem Ken auch gleich nochmal den Bogen in die Hand drücken, denn diese zwei Gewehre, die wir haben, die sorgen tatsächlich auch dafür, dass wir überhaupt überleben. Da sind wir auch sehr glücklich, was das angeht. Die kommen hier wirklich nicht durch, ne? Die kommen noch immer nicht hier durch. Wir müssen wohl hier das Ding nochmal abreißen, wie es aussieht. So kommt es mir zumindest vor. So, und hier müssen wir mal einstellen, dass hier auch bis 50, nee, machen wir direkt bis 100 einmal hergestellt wird. Oh, guck mal. Ah, hier, die Kleinen sind mittlerweile reif. Wie viel kommt denn da so raus? Wahrscheinlich nicht so viel, ne? 10-mal Holz, na gut, besser als nichts. Schön. So schön Winter Wonderland hier. Ein paar Weihnachts... Wir können Weihnachtsbaumverkauf, können wir aufmachen. So eine gute Idee. So, Ken ist am Dengeln, das ist gut. Hier wird fröhlich das Holz verteilt, das ist auch gut. Hier müssen wir natürlich auch wieder... Haben wir hier den Boden schon drauf? Holzboden. Ist das jetzt der Holzboden? Das ist der Holzboden, okay. Heißt, wir müssen einmal hier das Holzparkett kopieren. Wie viel Stoff haben wir? 145. Das ist gar nicht mal so viel, ne? Stoffblüte. Können wir auch wieder ernten. 145 Stoff nur noch. Ich hatte gedacht, wir hätten mittlerweile mehr. Ja, und bevor wir den... Wobei, den Holzboden, den müssen wir tatsächlich aufbauen. Sonst sind sie ja auch wieder unzufrieden. Diese Leute sind ja immer unzufrieden. Achso, apropos, hier ist auch kein Holzboden drin, ne? Also gut. Ziehen wir doch einmal hier komplett quer durch die Bude. Ah, toll, genau einer fehlt, wirklich. Holzparkett kopieren. Zack. So. Jetzt fehlt uns natürlich nochmal jede Menge Holz. Hungrig? Wieso bist du hungrig? Ist doch was. Mensch. Achso, Insektenfette hatten wir erlernt, oder? Produktion, Ölpresse. Die Ölpresse, die können wir uns dann einfach mal hier platzieren, würde ich sagen. Und diesen kleinen bewegen wir uns einmal nach hier. Wäre mein Vorschlag. Ja. So machen wir das. Die Polette, die werden wir mal auch noch ein bisschen bauen lassen, so in der Theorie zumindest. Wenn sie nichts anderes zu tun hat, beziehungsweise wenn dann nichts mehr zu bauen ist, dann wird sie ja eben hier auch direkt wieder anfangen, ein bisschen was zu schneidern. Nicht genug Ressourcen hier für die guten Winterklamotten. Naja, passt schon. Lager passt auch soweit. Das können wir auch gleich hier noch vergrößern, wenn die Betten hier drüben erstmal stehen. Okay, wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Holz, ne? 536 Mal benötigen wir noch Holz. Jetzt im Winter wachsen die Bäume dummerweise nicht, ne? Na gut, komm, nehmen wir die ganzen Bäume ja auch noch weg. So, dann sollte das aber auch passen. Hoffe ich zumindest. Zumindest erstmal. Wollen wir noch ein bisschen Holz hacken? Warte mal, haben wir jetzt diesen Busch da eigentlich schon... uns entdeckt. Nee, haben wir noch nicht. Hey, sind wir noch nicht durch hier. Hatten wir, glaube ich, auch erst am Ende der letzten Folge einen Auftrag gegeben, ne? Daran könnte das liegen. Krankheit, Erkältung. Ganz Insektenfleisch wird schlecht, ne? Gesundheit. Gesundheit, Paulette. Paulette hat direkt mal einen Zusammenbruch. Sie weint. Ja... Gut, also kann ich irgendwie verstehen, aber
Ist jetzt auch nicht so schlimm, Mensch. Also es könnte dir auch schlechter... Wir hätten dich nicht aufnehmen können. Wobei, jetzt sagt sie wahrscheinlich, naja, besser wäre es gewesen, ey. Dieser Racker und diese Rita und dieser Ken und Hugo. Die gehen mir auf den Zünder, ey. Ich wäre lieber tot. Ja, wobei ich glaube, das sind schon alles ganz nette. Zumindest Hugo. Und, also Ken ist ein bisschen creepy irgendwie auch, aber... Ja. Ja. So, was brauchen wir denn hierfür noch? Holz. Haben wir auch nicht genug für. Ja, ich wollte ganz gerne so ein bisschen aus den Insekten... aus dem Insektenfleisch wollte ich ein paar Fette machen, ne? So, wir haben schon wieder nichts zu essen mehr. Was ist hier los? Fürs Kochen zuständig ist eigentlich... Rita. Rita ist fürs Kochen zuständig. Aber sie hat sich jetzt gerade dazu entschieden, hier erstmal diesen Busch zu erforschen, was ich nicht so ganz verstehe. Eigentlich müsste sie eben kochen den ganzen Tag. Ja, und das Regal hier muss definitiv auch mal abgebaut werden. Aber die haben natürlich momentan alle sehr viel zu tun, das ist klar. Aber wenn die Bude fertig gebaut ist, dann sollte das passen. Hier muss übrigens noch ein Dach drauf. Nee, doch nicht. Also ein Teil des Daches. Ich hatte gedacht, das hätten wir noch gar nicht in Auftrag gegeben. Aber doch, haben wir schon. Kleiner Teil fehlt noch, vorhin lag hier noch überall Schnee. Jetzt nur noch hier im letzten Abteil. Das ist gut, dann können wir euch jetzt, wenn hier oben das Dach drauf ist, dann können wir ja sogar... Ja, dann können wir sogar die Betten einmal umplatzieren. Schmeißen wir die hier oben hin. Ja, dann sollte das einigermaßen gehen. Hoffentlich. Hoffentlich. Jo, dann gucken wir uns auch mal die nächsten Angriffe noch an. Hier werden wir auch noch mal eben kurz ein paar mehr Fallen aufstellen. Ich denke nämlich, dass die Angriffe es durchaus verdient haben, dass wir sie ernst nehmen. Und Schrott haben wir. Wenn wir was genug haben, dann ist das Schrott. Insofern werden wir uns hier auch noch mal ein paar Fallen platzieren. Hier ganz genauso. So an der Ecke, je nachdem, wo sie eben rumlaufen. Hier machen wir das nochmal. So. Ja. Sollte wohl passen. Okay, ihr macht hier, ihr macht da. Hugo geht Bäume fällen. Und hier können wir dann auch nach und nach anfangen, alles abzureißen, glaube ich, ne? Aber dafür müssen wir uns dann hier erstmal wieder ein, dafür brauchen wir wieder Holz, ein Vordach bauen, wo dann unser Lager einmal hinwandern kann. Warte mal, wo? Achso, du musst jetzt hier, ja, sobald das, wenn das Regal hier abgebaut ist, ne? Dann sollte das passen. Ja, ist natürlich klar, Brutmuttern, Explosive, okay. Ja, okay. Okay. Das sollte, jetzt können wir aber direkt mal testen, ob die Brutmuttern dieses Mal hier durchlaufen oder ob sie wieder die Zäune angreifen. Schauen wir mal. So, Hugo kann man noch ein bisschen schneiden hier, also fällen, Bäume fällen. Da bin ich sehr mit einverstanden. Macht das gerne. Müssen wir mal gucken. Lungenentzündung, Paulette. Warte mal. Paulette geht schlafen. Das ist gut. Genau das hätte ich dir jetzt ansonsten auch in Auftrag gegeben. So, Racker baut. Racker, du kannst mal bitte hier hinten die Fallen einmal bauen. Vielleicht kriegen wir das ja sogar noch fertig. Und dann könnten wir... Warte mal, Rita ist ja hauptsächlich fürs Kochen zuständig, ne? Ich
Ich würde sagen, wir geben Ken auch nochmal Bauen auf 1. Dann sind wir mit dem Bauen immer schneller fertig. So, und der breitblättrige Busch ist nun auch erforscht, entdeckt. Den werden wir uns jetzt hier drüben einmal überall hin platzieren, damit wir nach und nach auch mal ein bisschen ein paar Stöcke haben, ein paar Äste. So, wir können euch alle mal übernehmen, nehme ich zumindest an. Racke baut die Falle, der will aber die Fallen da vorne bauen. Der soll aber mal eher die Fallen hier bauen. Warte mal. Hier. Dann auch noch gerne hier. Und alle anderen, ihr könnt alle schon mal nach hier hinten euch platzieren. Hier so. Hoffen wir mal, dass die alle dann in die richtige Richtung laufen, die ganzen Viecher. Hier hinten machen wir dann zu, hier vorne machen wir dann auf. Die kamen doch von hier, ne? War doch richtig, oder? Ja, okay. Und Racker lassen wir nochmal eben hier die Fallen fertig bauen. Dem geht's jetzt auch nicht so gut, aber es ist nicht so schlimm. Es ist nicht so schlimm. Bullet. Einmal schließen, bitte. Lungenentzündung, Paulett. Ja, ich hoffe mal, dass sie da durchhält. Wie viel Grad haben wir es? 9 Grad? Du wartest auf eine Behandlung. Ich hoffe mal, dass Paulett jetzt hier nicht drauf geht, ne? Raka, du baust uns nochmal eben kurz die Fallen hier fertig. Ja, vielleicht eher die hier vorne, ne? So, die hier. Ja, vielleicht auch die eine da, die ich gerade angeklickt habe, ne? Könntest du auch mal machen. So, Raka, dich übernehmen wir. Du öffnest einmal bitte hier das Tor. Und gehst dann nach hier hinten. Und eigentlich bräuchte Hugo jetzt nochmal eben die bessere Waffe, ne? Da ist jetzt die Frage. Kriegen wir Hugo? Naja, das passt auch so. Ich bin da zuversichtlich. Das passt auch so. Okay. Hier geht einmal dann nach vorne. Das ist schön. Gucken wir mal, wann die ersten explodieren, die ersten Käfer. Da könnten wir den Ken tatsächlich mal hierhin platzieren. Vielleicht sogar hier. Die Brutmuttern greifen wieder von der Seite an. Das ist verdammt ärgerlich. Ich verstehe nicht, wieso die Brutmuttern hier nicht durchgehen. Das ist wirklich ärgerlich. Ihr stellt euch mal alle hier hin. Ken stellt sich mal da hin. So, jetzt kommen sie doch hier vorne durch. Das ist gut. Dann würde ich nämlich jetzt euch wieder nach hinten platzieren. Langsam. Weil die Brutmuttern, die wollen uns gleich erstmal schießen. Okay. Also sie, na doch, die laufen doch durch. Ja, die wollen immer nur erst im ersten Moment, aber dann lassen sie es doch. Rita, bitte auch nochmal hier hinter. Genau, sonst fangen nämlich die Brutmutter an, da anzugreifen. So, wir werden einmal kurz warten, bis sie alle feststecken, damit uns keine mehr angreifen kann. Und dann würde ich sagen, ihr lauft jetzt einmal hier hin und schießt fröhlich auf die Brutmutter nach Möglichkeit. Oh, das ist auch sehr schön. So eine Kettenreaktion immer gut. Oh. Racker kämpfen 3. Wir platzieren uns nochmal hier hinter. Damit die Brutmutter wieder nach vorne laufen, wieder gefangen werden von den Fallen. Und die letzte auch noch hoffentlich. So. Wieder hier rum. Ja, das funktioniert. Das funktioniert. Wenn sie jetzt nachts noch ein bisschen besser treffen würden, dann wäre es noch besser. Auch mit Pfeil und Bogen kein Problem. Mein Ken macht das meiste. Oh, jetzt nochmal hier hinter platzieren.
Ja, wir platzieren uns nochmal hier. Sie liegt wieder. Wir töten sie. Und das war's. Geil. Schön. Da freue ich mich. Da freue ich mich, dass das doch funktioniert. Ich hatte erst gedacht, die würden hier mal von der Seite angreifen, aber tun sie gar nicht. Den Winter haben wir auch fast durchstanden. Sehr schön. Rita muss behandelt werden, Paulette muss behandelt werden. Rita behandelt Paulette. Paulette behandelt Rita. Nein, niemand behandelt Rita. Okay. Das ist nicht nett von Paulette, aber was soll's. Nahrung haben wir auch keine mehr, weil Rita nicht kochen kann. Oder weil Rita aktuell nicht kocht. Silvester, klar, feiert von mir aus Silvester, gar kein Problem. Ja, ihr haut euch die Notration fröhlich rein, ne? Hugo sitzt hier erstmal, kann ich verstehen, ist auch ein geiler Ort zum Sitzen. Wir müssen nur irgendwie das mit dem Futter in die Hände nehmen. Warte auf Materialien. Ja, ihr seid alle ein bisschen am Ende, ne? Alle nicht so richtig Lust. Okay, Paulette ist hier. Ja, das ist gut. Paulette dengelt einmal hier fröhlich vor sich hin. Explosive Skarabäe, die können wir uns mal auseinandernehmen. Und die Brutmütter auch. Und Ken macht das bitte auch mal sofort. Brutmütter schlachten. Rita forscht. Achso, weil hier gerade was gekocht wurde. Ja, die geht immer, sobald hier was auf dem Ofen brutzelt und sie da aktiv nichts zu tun hat, macht sie direkt was anderes. Das ist ja vielleicht auch ganz sinnvoll, ne? Letzten Endes. Vielleicht sollten wir Rita dann wirklich... Ja, eigentlich forscht sie. Deswegen war sie eben auch beobachten. Sie forscht ja im Grunde genommen dann auch nur, ne? Das ist ganz gut. Das ist ganz gut. Dann werden wir versorgen, mal bei Rita auf 2 setzen. Da müsste sie eigentlich die ganze Zeit zwischen Herd und Forschungstisch hin und her flitzen. Und das hier muss dringend abgerissen werden. Das hier muss dringend abgerissen werden. Dass sie immer außen rumlaufen müssen, das ist halt ein bisschen ärgerlich, ne? So, wie viel Holz fehlt uns denn noch? 126 mal Holz fehlt uns. Das ist aber nicht so problematisch. Das sollten wir jetzt langsam auch... Da sollten wir langsam rankommen. Sehr schön. So, wir haben sogar 30 mal Sprit. Das ist auch sehr gut, dass Ken da wieder ein bisschen was gefunden hat. Dann können wir nämlich sehr bald, wenn wieder etwas ansteht... ich wollte gerade sagen, wieso steht ihr denn hier? Ist unser erstes Silvester eigentlich? Ja, ne? Erstes Silvester, da kann man doch mal feiern. Würde ich sagen. Woo! Silvester, ole, ole. Wir sind alle gut drauf, hey. Juhu. Oh toll. Okay, genug gefeiert. Ich weine jetzt erstmal ein bisschen und ich verprügel erstmal irgendwie ein Regal oder irgendwas. Da ist das Problem immer zu Silvester. Aber es soll eh abgerissen werden. Das passt auch ganz gut, Racker. Mensch. Ja, ich hatte jetzt eigentlich gedacht, du würdest es mit dem Hammer machen. Du hast übrigens keine Schuhe mehr an. Ich habe gedacht, du würdest es mit dem Hammer machen. Racker sagt sich, nee du, ich mache mit den bloßen Fäusten. Von mir aus, tu das. Gar kein Problem. Paulette ist krank. Und zerstört. Ist jetzt alles verloren, was da drauf war? Ach, das wusste ich gar nicht. So sieht's aus. Wo rennst du jetzt hin? Jetzt dengelst du auf dem Gärfass rum? Na ja, gut. Wenn du meinst, ist nötig. Dann macht es eben. Dann macht es eben. So, was für die Füße haben wir noch uns gar nicht hergestellt, ne? Stiefel. Hitzetoleranz sinkt. Wir bräuchten natürlich jetzt erstmal ein paar Sommerschuhe, würde ich sagen. Bis 2. Aus allem außer synthetischen Textilien. Absturz von Raumschifftrümmern. Eigenartige Absturzstelle.
eigenartige Absturzstelle. Na okay, dann würde ich sagen, wir schicken Rita da mal los. Wie viel Nahrung haben wir aktuell so? Gar nichts im Grunde genommen, ne? Toll. Haben wir jetzt wirklich gar nichts mehr, sehe ich gerade. Wir werden die roten Lebensmittel, das Gemüse werden wir auch mal eben mit reinnehmen wieder. Nur um auf Nummer sicher zu gehen. Ich meine, hier ist auch einiges schlecht. Ihr werdet also eventuell auch hier und da mal kotzen, aber... Warte mal, vielleicht auch ein bisschen... Vielleicht könnt ihr auch ein bisschen auf Getreide rumkauen. Das ist auch in Ordnung für mich. Und dann muss Rita einmal direkt losflitzen, damit wir es nicht vergessen. Hier, nee, Sternschnuppe nicht, sondern... seltsame Absturzstelle? Die hat ja gar keinen Timer. Seine Form hat etwas Seltsames an sich. Kenne ich gar nicht. Da schicken wir Rita einfach mal hin. Vielleicht haben wir Glück und das ist doch irgendwas Interessantes. Gucken wir mal. Gucken wir aber erst in der nächsten Folge. Leute, ich bedanke mich für eure Zeit. Vielen Dank für eure Anwesenheit. Dankeschön für eure Likes und Kommentare. Bis zum nächsten Mal hier in Stranded Alien Dawn Staffel 3. Tschüssi.